das gesellschaftliche Leben wird zum Erliegen kommen, weil alle Dinge, die gesellschaftliches Leben ermöglichen, Bars, Cafés, Kinos, Theater, zu schließen sind. Und jetzt kommt das Wichtige, es wird auch vollzogen. Also das heißt, wir bereiten vor, dass wir diese Allgemeinverfügung am Wochenende tatsächlich auch durchsetzen. Die Strafdrohung ist hoch. Es gibt eine Strafandrohung für Ordnungsgelder bis 25.000 Euro. Und was die Gastwirte vielleicht auch treffen sollte oder wissen sollten, wer gegen diese Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz verstößt, der macht sich strafbar und die Strafandrohung ist eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Der Landkreis Gotha hat uns gestern um Amtshilfe gebeten, damit die Verfügung umgesetzt und auch durchgesetzt werden kann. Das muss kontrolliert werden. Ich denke, dass es ganz wichtig ist. Die Maßnahmen werden nur erfolgreich sein, wenn sich die Leute wirklich dran halten. Und das ist nicht in jedem Fall der Fall. Aus diesem Grund kontrollieren wir. Wir machen das täglich. Wir fahren mit unseren Mitarbeitern des Ordnungsamtes durch den Ort. Wir patrouillieren und das machen wir am Tag und auch in der Nacht.